leider nicht. Neukölln, Anfang. Großer Vorsitzender des Ortsverbandes Neukölln. Ich bin angetreten, um Heinz Buschkowski als Neuköllner Bezirksbürgermeister herauszufordern. Ich finde, es ist ein Skandal, dass ein so bunter und vielfältiger, multikultureller Bezirk wie Neukölln von einem fetten, weißen, alten Mann regiert wird. Ich finde, es wird Zeit, dass ein fetter, weißer, junger Mann das Bürgermeisteramt in Neukölln übernimmt. Dankeschön. Ich wurde gebeten, als sozusagen Quotenkreuzberger das Großwort zu sprechen. Weder Nazi-Deutschland noch das sowjetische Russland hatten jemals einen gewählten Abgeordneten im Europäischen Parlament. Das heißt, die Partei ist heute schon mächtiger als Adolf Hitler und Josef Stalin zusammen. Der Mann, der euch das Bier gebracht hat, bitte begrüßt ihn mit einem fanatischen Applaus. Steht auf, erhebt euch für den größten Vorsitzenden aller Zeiten. Meine Damen und Herren, Martin Sonneborn. Liebe Parteifreunde, Freude und Sorge, was wiegt schwerer? Ja zu Europa, nein zu Europa. Europa muss Europa bleiben und werden. Europa muss Europa bleiben und werden. Wir wollen nicht gegen, sondern mit den Chinesen im europäischen Haus den Fußboden aufwischen. Was haben Sie gegen Fußboden aufwischen? Ist das hier ein Tabuthema in Kreuzberg? Ich komme aus Charlottenburg, da ist der Fußboden sauber. Wir wollen China deshalb die Hand reichen. Ich sagte das bereits. Wir wollen nicht gegen, sondern mit den Chinesen im europäischen Haus den Fußboden aufwischen. Denn erst wenn der Fußboden sauber gewischt ist, können wir unbesorgt zur eigentlichen Tat schreiten und die europäische Idee von den Füßen zurück auf den Kopf stellen. Und dann heißt es endlich Nein zu Europa, Ja zu Europa.